Hallo meine lieben Freunde und willkommen heute mit einem etwas anderen Video zur Modellbauwerkstatt in Frankfurt. Denn ich habe heute mal wieder ein bisschen auf Bluebricks gestöbert und da sind mir schon mal ein paar Sachen ins Auge gefallen, wo ich mir gesagt habe, jawohl, das werden meine nächsten Projekte werden. Man sieht hier zum Beispiel, es kamen neue Sets rein und so was Baumaschinen angeht und schwere Maschinen allgemein, da bin ich ja sofort begeistert. Und deshalb habe ich mir jetzt mal hier 4 Sets rausgesucht, die jetzt in den kommenden Monaten wohl hoffentlich bald kommen werden und ich die mir noch gönnen möchte. Wir können uns ja mal die Sets einfach mal anschauen. Und dann sage ich einfach mal so meine Meinung dazu. Bei diesem Set ist mir eigentlich auch sofort ins Auge gefallen, weil A, rote Farbe, gefällt mir schon mal sehr gut. Und wir haben hier natürlich viele schöne Sachen mit dabei. Wir haben zum Beispiel 7xM-Motoren, 2XL, 1-Servomotor. Und man sieht auch, dass es dieselbe Fernbedienung, die auch Moleking verwendet. Also ich denke mal, die Technologie dahinter wird das mit wohl dasselbe sein, denke ich. Und das lässt doch schon mal auf einiges hoffen. Jetzt auf den ersten Blick, das ist ein Heavy Haul, nicht Haul, wie heißt das? Tow Truck aus den USA oder Kanada, wo man auch andere LKWs abschleppen kann. Wir sehen hier schon mal, er wird gefedert sein. Das ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt. Wir haben hier die Akzeleratoren, heißen die, glaube ich. Sprich, wir haben da also jetzt keine Pneumatik, also keine Luft, sondern das wird dann direkt mit Zahnrädern hier gearbeitet, hoch und runter gedreht. Hat Vorteile. Bei Pneumatik ist ja immer so eine Sache, muss man immer pumpen, pumpen, pumpen. Hier hast du den Vorteil, du kannst es elektronisch steuern. Aber was mir jetzt schon ein bisschen wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, es wird mir jetzt schon nicht gefallen, sind halt wieder diese kleinen Reifen. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, meiner Meinung nach, aber es ließ sich vielleicht nicht anders lösen. Hier sehen wir dann auch schon mal eine kleine Übersicht, wie das Ganze dann laufen kann. Wie man es halt kennt. Allerdings, der Hersteller, der sagt mir jetzt eigentlich Technology. Ich denke, wie heißen die so? Noch nie gehört. Jedenfalls, den habe ich schon mal ins Auge gefasst. Und ich gehe davon aus, dass er sich in der Preisklasse wahrscheinlich wie der andere Truck vom, war das ein Moleking, sich einfädeln wird, so 180, 200 Euro, denke ich. Meine Vermutung ist, dass er so um die 200 Euro kosten könnte, wenn er dann gereleased wird, als als Vergleichswert habe ich mich dann eigentlich eher mal an den, wo ist er denn jetzt hier, an ihn hier gehalten. Ich denke mal, das wird sich in der App in derselben Preisklasse abspielen. Ich denke auch, dasselbe gilt dann für ihn hier. Wobei ich mir fast denken könnte, dass er hier so um die 180 Euro kosten könnte. Könnte aber auch 200 sein. Müssen wir uns mal gucken. Das ist alles vom selben Hersteller. Und gucken wir uns den mal genauer an. Auch Baumaschine finde ich mega geil. Auf LKW fahre ich sowieso ab. Und ja, den habe ich mir auch gleich auf die Notification-Liste gesetzt bei Bluebricks. Wir haben hier auch, ich glaube, die heißt Akzeleratoren. Auch keine Pneumatik, sondern dann rein Elektronik. Das ist elektronisch mit Zahnrädern. Das finde ich schon auch wieder sehr gut. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher. Er scheint nicht gefedert zu sein. Dafür kann man das Häuschen hoch und runter klappen. Das finde ich auch schon mal sehr gut. The doors can be opened. Okay. Allerdings, er hat einen Servo. Na, das ist ein bisschen dünner bestückt. Das heißt, er könnte sogar unter 200 Euro kommen, denke ich. Aber Fernbedienung, wieder Akkubox mit dabei. Aber ich glaube nicht, dass er gefedert ist. Nee, er scheint über keine aktive Federung zu verfügen. Das heißt, der rote wird dann wahrscheinlich teurer sein. Er ist dann wohl eher mehr starr. Macht der Sache keinen Abriss, finde ich sehr interessant. Ist auf meiner Wunschliste. Dann geht's gleich weiter. Jetzt aber Moleking, weil ich, oh Leute, ich liebe Moleking. Moleking brauche ich echt gerne. Hier haben wir dann eine pneumatische Planierraupe, wie es der Name schon sagt. Und man sieht es auch. Hier geht's dann unter anderem mit Zahnrädern und auch mit Luft. Und auch hier Baumaschine, fahre ich voll drauf ab.
will ich haben. Werde ich mir höchstwahrscheinlich auch gönnen. Ich habe es mir auf die Liste gesetzt, also ich werde es mir so oder so kaufen. Also, sobald das erste Set da rauskommt, zack, gekauft und bam. Ich denke, auch hier wird man sich preislich wahrscheinlich auch so 160 bis 200 € einfinden, denke ich. Ich denke, über 200 € glaube ich nicht. Es wird sich wahrscheinlich so im 200-Euro-Bereich ansammeln. Weil dann kann ich in den nächsten Monaten die anderen nach und nach kaufen. Und auf einmal alle kaufen, wenn alles um die 200 € kommen, dann wären das so viel 6, wären das 800 €. Kann ich nicht rausballern, daher werde ich ihm wahrscheinlich nach und nach gönnen. Gucken wir mal. Wir haben viermal L-Motor, zweimal ein M-Motor und natürlich die Lithium-Akku-Box. Das lässt doch schon mal auf mehr hoffen. Da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt drauf. Wird auf jeden Fall geholt. Top. Moleking, da gibt es eigentlich nie irgendwas zu beanstanden. Aber ich denke mal auch so zwischen, ja, dass die sich auch im 200-Euro-Bereich aufhalten wird. Und da kommen wir wieder zu Technology und zu diesem Gabelstapler. Frag mich nicht wieso, aber auf Gabelstapler gehe ich genauso ab wie auf große Baumaschinen. Es gibt ja schon einen anderen Gabelstapler im Angebot von Blue Bricks. Ihn hier. Ich sehe auch gerade hier unten haben auch noch einen Teleskopstapler. Aber bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mir den holen werde. Es ist zwar von Moleking, Moleking ist top. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich mir den holen soll. Und hier haben wir ja auch noch eine schöne Happy Build Raupenlader, aber der hat mich jetzt nicht so wirklich angesprochen. Da finde ich jetzt den hier von Moleking schon. Klar, man kann jetzt nicht direkt vergleichen, logisch, aber finde ich ihn hier schon ansprechender. Ja, und hier haben wir jetzt auch diesen Gabelstapler. Ich denke mal, der wird sich dann auch so einen Preis 130 bis 180 € bewegen. Gucken wir mal. Ja, hier wird vorgestellt, was er kann. Ja, ich denke schon, dass er sich dann so im 130er, 160er Bereich aufhalten könnte. Und den habe ich mir jetzt auch auf die Liste gepackt, weil ich das auch sehr interessant finde. Also insgesamt habe ich mir dann jetzt schon mal vier Sets rausgesucht, die ich jetzt hier einfach mal im Forum aufgelistet habe. Und ja, ich denke mal, das werden dann die nächsten Projekte werden, die ich mir dann nach und nach holen werde. Ich wollte euch das schon mal zeigen, dass ihr schon mal Bescheid wisst, was nach dem Mutterschiff, sprich nach der Nostromo und nach der Galaktika kommt. Wenn sie dann gereleased sind, sind dann das wahrscheinlich diese vier Objekte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis demnächst.